Guten Morgen. Hi Martin, was Hallo. gibt's? Was brennt dir auf der Seele? Oh, sehr viel, sehr viel. Ich bin im Moment sehr Oh, warte fokussiert. mal einen kleinen Moment, ich nehm das einmal auf, weil du gesagt hast, ich soll es aufnehmen. Es kann aber sein, dass es abreißt, weil ich zurzeit einen Fehler in der Internetleitung habe. Okay. Die müssen da was machen, das bricht mir mal wieder mal weg, das sehen wir jetzt schon. Jetzt lasse ich das mal laufen. Moment, Ja. leg los. Also ich bin im Moment sehr fokussiert und ich nehme mir einfach die Freiheit anzufangen mit einer langen, auf einer längeren Einleitung, weil ich sehr viel zu sagen habe. Auf der Metapherebene, anhand des Phänomens Musik, der Schall ist ja so schon in meinem Familienname drin und das ist eigentlich mein größtes Hobby. Und was ich gemerkt habe, ist, dass je länger ich jetzt Holophilik studiere, dass ich immer mehr Schwierigkeiten habe, in der Longitudinale zu komponieren. Warum? Weil ich feststelle, dass das Tonmaterial so vielfältig ist, dass ich diesen Klangvielfalt nicht ausdrücken kann, wenn ich gezwungen werde, das alles in der Longitudinale zu organisieren. Mit der heutigen Technik ist es aber auch möglich, um irgendwie, sage ich mal so, vertikal Sachen zu arrangieren, so wie die Information auf der DVD alle gleichzeitig ist, aber nacheinander gehört wird, kann man beim Komponieren heutzutage mit neuer Technik dieser Klangvielfalt im Voraus arrangieren und der Hörer muss das dann noch immer nacheinander sich anhören. Das ist ein Punkt. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich arbeite auch viel mit, wie heißt das, Aufnahmeprogrammen auf dem Laptop und auf dem iPad. Und das war bis jetzt alles longitudinal und das hat nicht hingehauen. Pass auf, Martin, jetzt gleich einmal vorneweg, du siehst mich schmunzeln. Ja. Du hast jetzt gerade im Moment, wo du angerufen hast, bin ich gerade dabei, was fertig zu schreiben. Und zwar ein kleines Update über Noten. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig, rein zufällig natürlich, haben wir gedacht, jetzt können wir den Martin nochmal wieder bei mir anrufen lassen, wachrufen oder umgekehrt. Und zwar, ich schiebe jetzt das bloß rein. Ja. Dass es wir jetzt erst einmal drei verschiedene Arten von Noten haben. Wir haben zum einen einmal die Zensur in der Schule, das sind Noten. Da gibt es ein hebräisches Wort dafür. Das ist übrigens Zion. Das ist auch die Wohnstätte Jahwes in der Tora. Zion heißt nicht nur eine Grabstätte, weil das normalerweise übersetzt, denk an den Film Matrix, sondern das ist auch die Zensur in der Schule, nennt man genauso. Und ich vergebe Noten. Dann haben wir zum zweiten haben wir die Musiknoten. Das ist schlichtweg nur TWAF. Das sind die Zeichen. Jedes Zeichen, das in dir auftaucht, ist eine Note meiner göttlichen Komposition. Und dann gibt es natürlich diese Wahnsinnsbanknoten, wo Trockennasenaffen glauben, sie werden von diesen Noten am Leben erhalten. Es muss die göttliche Musik in dir spielen. Aber was du jetzt schon erkennst, ist mit der Longitudinalen, dass ein großes Problem ist, wenn du in die Physik gehst, sobald du was digitalisierst, dass immer alles da sein muss. Das heißt, definitiv, das ist ungefähr so, wenn du ein Buch liest und du rasterst jetzt die Worte nacheinander. Ich kann dann klein ein Wort rausnehmen und in einen ganz anderen Kontext stellen. Das heißt, das Wort wird einen komplexeren Sinn in dir auslösen in Bezug auf den Gesamtkontext. Nehmen wir einfach einmal zwei verschiedene Krimis, wo zwei komplett unterschiedliche Charaktere, zwei komplett unterschiedliche Protagonisten innerhalb dieser Geschichte denselben Namen haben. Warte, das wieder, das reißt ab, das ist jetzt blöd, ich habe jetzt die Aufnahme abgebrochen, sonst ist es zu zerstückelt. Ja, Jetzt das. gibt es zwei Möglichkeiten, weil es wäre wirklich interessant, was die jetzt kommen, ist der Gedanke. Ich müsste jetzt umbauen, ich habe nämlich meine alte Leitung, läuft der Vertrag noch, jetzt habe ich aber meinen Router schon abgebaut. Okay. Also ich mach kurz eine raumzeitliche Schnickschnackgeschichte für dich. Ich wohne ja bei mir hier in einem Block und ich habe einen Kabelanschluss fürs Fernsehen. Und seit einem Jahr, anderthalb Jahr will die Telefonleitung, die Telekom, dass ich das Fernsehen über die Telefonleitung nehme und das Kabel will, dass ich Internet und Phone übers Kabelnetz nehme. Das ist ja so ein Riesenwettbewerb. Wird bei euch in Holland genauso sein, oder? Ja, wir haben das alles über Internet. Ja, und jetzt ist es halt, das sind ja die Leitungen, ist ja verschmilzt ja im Fernsehen und Internet, Telefon, und das sind halt zwei Anbieter. Und in dem Block, die Dose selber für ein Fernsehen muss ich zahlen, da kann ich sowieso nicht aussteigen, das sind 10 Euro.
Und ich zahle 35 Euro für meinen Internetanschluss. Und das ist bis jetzt super gelaufen. Und wir haben jetzt Glasfasernetz gekriegt und beide wollen die Seite oder die Seite. Und ich habe immer nicht umgestellt. Ich sage, das läuft bei mir super. Mhm. Never change a winning horse. Und ich sage, wenn es mal wirklich aktuell ist, dass ich es umstellen muss, und da geht es mal nicht um 5 Euro hin und her. Und da sind jetzt die da gewesen von dem Kabelnetz. Und der hat jetzt so ein super Angebot gemacht. Die zahlen mir meine Telekom-Leitung weiter, solange der Vertrag läuft. Das ist bis August nächsten Jahres. Wenn ich umsteige auf Kabelnetz und dann habe ich die doppelte Geschwindigkeit. Jetzt pass auf, muss da das Angebot. Ich zahle jetzt zur Zeit, habe ich zahlt 10 Euro fürs Fernsehen. Das muss ich, das ist in der Miete mit drin. Und 35 Euro für Telefon und Internet. Mhm. Und die zahlen, der Vertrag vom Telefon läuft noch bis August 2018. Mhm. Und die sagen, die zahlen diesen Vertrag weiter. Und das jetzt bei Ihnen, der neue Vertrag, ich habe die doppelte Internetgeschwindigkeit, dann habe ich einen Receiver gekriegt, einen HD-Receiver für meinen Fernseher, wo ich 4 Programme gleichzeitig aufnehmen kann. Interessiert mich nicht, ich schaue nicht so viel fern, ich will nur sagen, das Angebot, ja. Wo ich 4 Programme gleichzeitig aufnehmen kann, habe 40 HD-Sender mehr, die ich vorher nicht hatte, die auch freigeschalten werden, habe einen nagelneuen WLAN-Router dazu gekriegt, und zwar für 25 Euro, für 10 Euro weniger, wie was mich das Telefon und das Internet kostet. Das heißt, ich habe jetzt das Fernsehen und das war dann so verlockend, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und das habe ich vor 3 Tagen, haben sie das installiert. Okay. Und jetzt fällt mir permanent immer wieder den ihr Internet aus. Wenn es läuft, ist es deutlich schneller wie das alte, wobei das alte schon schnell genug war. Ja. Aber das reißt jetzt immer permanent ab. Das kommt wie aus nichts, der geht 3-4 Stunden und dann bricht er wieder 4-5 Stunden weg, dann ist er 2-3 Minuten weg und da habe ich jetzt eine Fehlermeldung gemacht und den ersten, wo ich gesprochen habe, der hat gemeint, das kann da mal ein Ruder legen, der muss austauscht werden und das ist jetzt schlimmer geworden und dann habe ich nochmal angerufen, dann was der die Serviceleitungen und der hat dann gleich von vornherein, der hat das überprüft, der sagt, na, die Störung liegt bei uns im Zentralserver, Vodafone und die arbeiten dran. Das heißt also, und da muss ich jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit, wenn wir so eine Aufnahme machen, dass ich habe ja meine Internetleitung, läuft ja noch bis August, habe ich ja 2. Mhm. Diese mitbezahlen, die auch mein Telefon läuft ja die Telekom, aber ich habe den Router schon abgesteckt, weil ich brauche keine 2 WLAN-Router bei mir in der Wohnung, die laufen. Nee, da wusste ich aber jetzt nicht, dass der immer ausfällt, da die Leitung. Und den müsste ich anstecken, da könnten wir es machen, da hätten wir keine Störung. Aber das ist mir fast zu viel die Order. Mach nichts. Was jetzt dir da gekommen ist, gerade jetzt mit deinem Digitalen, es wäre wirklich interessant, dass wir es aufnehmen, da hast du recht. Nämlich deine Erkenntnisse, wo du gekriegt hast, bringen wir nochmal auf den Punkt. Ich habe gerade schon angesprochen, ich schreibe gerade, kommt ein Update über die Banknoten, über die Zeichen, praktisch die Musiknoten, und die Noten in der Schule. Das sind ja, im Hebräischen gibt es natürlich da, wir haben im Deutschen wieder bloß das Wort Note. Du erkennst es wie mit unserem Krebs. Erst im Kontext. Handelt es sich um eine Musiknote, handelt es sich um eine Banknote oder handelt es sich um eine Note in der Schule, die vergeben wird? Im Hebräischen gibt es da unterschiedliche Wörter dafür. Mhm. Und da ist zum Beispiel das Schulungssystem, heißt Zion, das ist auch der Berg, wo Jahwe wohnt. Dann die Banknoten sind natürlich eine Sackgasse, wo du glaubst, die erhalten dich am Leben. Und jetzt die Musiknoten, das nenne ich das in Schöpfungspartikel. Und jetzt ist es bei einer Komposition, und da muss ich ein bisschen für dich technischer werden, wie ich noch Lautsprecher gebaut habe. Ich mache jetzt wieder raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Wie ich noch Lautsprecher gebaut habe, und du hast den Frequenzgang von einem Lautsprecher gemessen. Du kennst dich da ein bisschen aus, oder? Ganz grob. Da war die erste ganz frühe bis zu die 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre hat es nur eine Möglichkeit, den Frequenzgang von einem Lautsprecher zu messen. Du hast die Box hingestellt. Dann hat man hier das Gewoppelt, nennt sich das. Man hat einen Pfeifton. Das heißt also einen Ton. Vom tiefsten Ton von 20 bis 20.000 Hertz ein Generator durchgestimmt. Das ist so, läuft dann hoch. Und dann hat man ein Lautstärkemesser hingestellt und hat mit dem Lautstärkemesser parallel praktisch mit dem Generator, der die Tonhöhe an so einen Streifen, so ein Gerät habe ich gehabt, so ein Papierstreifen wie so ein Thermodrucker, wo der Frequenzgang dann aufgezeichnet wird, und das ist ein Thermopapier gewesen, jetzt bei dem ersten Gerät, wo ich gehabt habe,
Und der Zeiger von dem Thermo, der das Thermopapier praktisch, wenn das durchzieht, dieser Papierstreifen, der hier dann die Lautstärke, das war praktisch der Zeiger von dem Lautstärkemessgerät. Mhm. Dann ist jetzt, du musstest das auf, bei 20 Hertz ist das losgegangen, auf 20 Hertz stellen und der Generator hat bei 20 Hertz angefangen. Mhm. Und jetzt das Durchlaufen von dem Thermopapier, wo hier der Frequenzgang drauf war, der ist jetzt synchron mit dem Generator gelaufen und dann hast du zuerst einmal den Frequenzgang gehabt. Das ist natürlich sehr fehlerbehaftet. Du wirst gleich merken, worauf ich hinauskomme. Nämlich, weil du ja, wenn du diese Lautstärke misst, immer bei dem einen Ton, hast du Reflexionen und der Raum hat Resonanzen und die kommen zeitverzögert und die Zeitunterschiede werden dann nicht registriert. Dann hat es eine Verfeinerung gegeben, man hat zusätzlich zu dem Generator, der durchgestimmt wird, hat man ein Filter mitlaufen lassen. Das heißt, der Lautstärkemesser. Du gibst aber nicht auf, ne? Jetzt habe ich versucht, das andere schnell anzustecken, aber das läuft auch nicht. Ach ja. Also pass auf, ich mache kurz diese Phase früher. Halt, ich muss mein Mikrofon hinmachen. Natürlich, das ist ja so, was soll's. Diese Entdeckung, wo du machst, dieses Fast-Fourier-Transformation, also das Wobbin haben wir noch gehabt, ne? Mhm. Dann kommt der Computer, die neuen Computermessgeräte mit der Fast-Fourier-Transformation nennt sich das, SFT. Da wird nochmal gewobbelt, du stellst die Box hin, du stellst das Messmikrofon hin, das hängt beides am Computer und das Geräusch, wo die Box wiedergibt, ist nur so ein Klack, pass auf, das klingt nur ungefähr so. Hörst du das mit dem Fingernagel, wo ich mache? Mhm. Ist nur so, die Box macht nur Knack, wie wenn du mit dem Fingernagel knackst. Oder du kennst doch diese die Bleche, die Frösche als Kinder, wenn man so knack, knack, ja, ja. Wenn es recht geht. Genau so ein lauter Knack. Es macht nur so einen Knack. Pass auf. Und im selben Moment siehst du dann kurz drauf auf dem Computer ein Diagramm, einen Frequenzgang. Aber nicht nur das, du kannst da auch Wasserfall-Zerfall-Display, das nennt sich ein Wasserfall-Display, den Zerfall, wie die Membran sich auflöst. Da ist das dann mal die erste Zeile, es ist auf einen Millimeter genau, wie weit das Mikrofon von der Lautsprechermembran, von der Box weg ist. Es wird jetzt nämlich digitalisiert mit einem einzigen Knack, ist der komplette Frequenzgang der Box, also nur des Lautsprechers, ohne den geringsten Reflexionen von der Wand. Jetzt werde ich raumzeitlich die Erklärung, das Trügerische sind immer raumzeitliche Erklärungen. Das heißt, wenn du einen Impuls machst, der Computer arbeitet ja mit Lichtgeschwindigkeit selber, die Signale jetzt einmal normal, die Elektrizität. Das heißt, wir machen einen Knack rein und dann brauchen ja die Schallwellen eine gewisse Zeit, bis sie beim Mikrofon sind. Da kannst du auf einen Millimeter wird genau angezeigt, wie weit das Mikrofon von der Lautsprechermembran weg ist. Und genau mit dieser Laufzeitverzögerung wird jetzt praktisch ein Zerfallsdisplay gemacht, weil alle Frequenzen gleich in dem kleinen Knack ist vor 20 bis 20.000 Hertz die ganzen Frequenzen im Jetzt drin. Und jetzt ist natürlich, ich schalte jetzt nochmal ganz kurz um für dich. Du weißt, wenn es abreißen sollte, ich muss meinen Bildschirm übertragen. Mhm. Pass auf, kleinen Moment, du hast meinen Bildschirm. Ja, ja. Jetzt machst du ja mal ein Messgerät. Das ist jetzt nur, dass du dir das vorstellen kannst. Zoom 200. Schau, wenn wir jetzt eine Grundwelle haben, du hast das Bild, ich mache mal dich weg. Mhm. Wenn wir jetzt eine Grundwelle haben und wir erhöhen hier die Frequenz, halt, ich muss da drauf drücken kurz, den Ton wirst du nicht haben, ich, jetzt mach die ich hör's. Hörst du den Ton, ist der drauf? Mhm. Und dann fährt er runter, das ist jetzt einmal hier unsere Grundwelle. Ne? Mhm. Das erste, die Schwierigkeit, die du hier normalerweise hast, dass man hier bei einer Grundwelle meint, der Sinus, es kommt zuerst der Wellenbalken und dann das Wellental. Bist du noch dran? Ja, ja. Ich muss, weil wenn ich nicht, sonst spreche ich ins Leere, ich merke nicht, wenn es abreißt. Okay, da sage ich ab und zu was. Verstehst du? Ja. Ich merke nicht, wenn es abreißt. Ich sehe es auch nicht, weil mein WLAN-Signal ist 100% da. Das, vom WLAN von unten sehe ich nämlich verbunden. Es ist von meinem WLAN-Router in der Hauptzentrale, reißt es ab. Ja. Okay, das ist jetzt der Sinus, dass man meint, es kommt zuerst der Balk und dann das Wellental. Das ist ein Blödsinn. Im Einheitskreis sind alle diese Situationen sind gleichzeitig da. Mhm. Und wir können jetzt natürlich, wenn wir die Frequenz hochfahren, ist jetzt das erste große Problem, die Oberwellen, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier,
Und jetzt pass auf, jetzt machen wir da mal Oberwelle dazu. Ich hoffe, das funktioniert so. Mhm. Das ist jetzt hier, das ist Sinus 1. Ja. Und jetzt mache ich hier mal Sinus 2. Das ist Sinus, das ist praktisch, betrachtet man normalerweise eine Schwingung ist Plus und Minus und wir betrachten immer mal nur eine Hälfte. Mhm. Sinus 2 ist praktisch doppelt so schnell. Ja. Dadurch ist jetzt in der einen Hälfte sind die zwei Wellenzüge drin, aber mit der halben, das ist ein halb Sinus 2, das heißt, wir verdoppeln die Frequenz und halbieren dadurch die Amplitude. Die, ne? Ja. Okay? Ja. Wenn ich jetzt Sinus 3 mache, verdreifache ich die Frequenz. Moment. Verdreifache ich die Frequenz und mache ein Drittel des Pegels. Ja. Der Witz ist, wenn ich jetzt Sinus 1 und Sinus 3 gleichzeitig laufen habe, okay, dann addieren sich diese beiden Schwingungen und es sieht dann so aus, pass auf. Das ist Sinus 1. Ah ja. Das Sinus 3 und Sinus 1 und Sinus 3 addiert, ergibt dann genau das hier. Du musst nämlich wissen, schau, das ist so, wie wenn du jetzt wieder die Plushälften waren addiert. Das heißt, hier wird es praktisch, ist ja 0, wir sagen mal, Sinus 1 ist 1, dann ist das ja 0,3. Und siehst du, wo ich den Fall habe? Siehst du den ja, Fall? Ja, ja, ja. Und wenn wir jetzt vom Sinus 1 das nehmen, ja, dann ist das hier ungefähr, wir sagen mal, knapp 0,5 oder was. Mhm. Dann haben wir 0,3 und 0,5, dann muss praktisch die Addition von beiden muss höher sein. Das ist praktisch der Sinus 1-Wert plus der Sinus 3-Wert addiert. Dementsprechend haben wir hier ja minus 0,3 ja, und es zieht sich jetzt von dem 1er-Wert plus 1 ab und darum ist da minus 0,7. Die befruchten sich eigentlich, könnte man sagen. Ne? Du siehst jetzt, denn das ist jetzt die Addition von Sinus 1 mal, wenn man schreibt es Sinus 1 plus ein Drittel Sinus 3. Mhm. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Die in der Fourier-Transformation, wenn du alle ungeradzahligen Oberwellen, Sinus 1 Sinus mal ein Drittel Sinus 3 plus ein Fünftel Sinus 5 plus ein Siebtel Sinus 7, das schauen wir uns mal an, kriegen wir Rechteckspannung. Das heißt, die Rechteckspannung sind sämtliche ungeradzahlige Oberwellen bis ins Unendliche. Mhm. Machen wir mal Sinus 4, passiert nichts. Das ist jetzt Sinus 5 dazu. Ja. Sinus 6 passiert nichts. Das ist jetzt mit Sinus 7. Das ist praktisch 1, 3, 5 und 7. 8 passiert wieder nichts. Das ist mit Sinus 9. Sinus 12, das wird immer rechteckförmiger. Ja. Auf meine Welt bezogen könnte ich sagen, dass mein Programm gleichzeitig vielfältig fragmentiert wird. Es wird noch krasser, pass auf, und wenn was du was merkst, es geht noch um ganz andere Sachen. Darum heißt es hier in der Physik, es gibt keinen idealen, kein ideales Rechteck, weil das ideale Rechteck ist Sinus 1 plus die Addition aller ungeradzahligen Oberwellen bis ins Unendliche. Jetzt musst du natürlich wissen, wenn man jetzt immer wieder den Einheitskreis machen. Diese Konstrukt, dass man hier Sinus 1, Sinus 2, wenn ich das rausfahre und dann das negativ mache und das zeitlich nacheinander setze, das ist ungefähr so, ich könnte jetzt sagen, die normale Sinusschwingung. Pass auf, diese normale Sinusschwingung. Mhm. Wenn ich jetzt das hochfahre, die Frequenz, das ist jetzt die Geschwindigkeit, mit der ein Lautsprecher schwingt. Man kann jetzt so einfach erklären, der Lautsprecher schwingt raus, dann schwingt er wieder rein, dann schwingt er wieder raus. Das ist ein totaler Blödsinn, weil der Lautsprecher schwingt ja nicht von rechts nach links, der schwingt jetzt raus, der schwingt jetzt rein. Ja, ja, ja. Das heißt, jeder Punkt, wo wir hier schön gerade jetzt das gemacht haben, das ist jetzt mit Sinus 3. Du musst wissen, jeden Punkt denken wir uns jetzt aus, jeden Punkt schauen wir jetzt an. Und dieses Geschwingel, das du jetzt vor dir hast, ist im Prinzip nichts anderes wie die Worte auf einer Seite. Ja. In dem Moment, wo du die Seite anschaust, ist das alles gleichzeitig. Ja. Gleichzeitig. Und sobald du die eine Stelle raussuchst, ist wie wenn du ein Wort anschaust. Ja. Das kannst du aber auch nur jetzt anschauen. Da kommt nichts chronologisch nacheinander. Das war das, was ich gemeint habe, wenn wir jetzt eine Seite haben und da sind zwei Geschichten auf einer Seite, zwei komplett unterschiedliche Geschichten und der Hauptprotagonist heißt meinetwegen Franz.
musst du wissen, dass der Charakter dieses Franzes, der eine Geschichte, ein ganz anderer Charakter ist wie der Franz vom anderen Charakter. Und dass nur das Wort Franz, dass die ganze Geschichte nur existiert, wenn die ganze Geschichte im Hintergrund gleichzeitig da ist. Mhm. Okay, jetzt wird es aber noch interessanter. Wir sagen jetzt einmal, das ist übrigens jetzt so, das ist jetzt für dich in der Harmonielehre die Grundlagen. Das ist ja so eine Sache, wie ich noch Boxen entwickelt habe, wo mir das dann aufgefallen ist, dass ich sage, das ist alles ein Blödsinn. Was jetzt interessant ist, das ist ja die sogenannte Schwingungsdarstellung. Ich kann jetzt einmal umstellen, dass ich dir die Oberwellen zeige und jetzt mache ich, dass diese Achse hier nicht der Zeitachse ist, die du jetzt hast, sondern wir sagen, links ist 20 Hertz und rechts ist 20.000 Hertz und dieser Zahl wäre jetzt praktisch von 20 bis 20.000 Hertz. Mhm. Und dann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Ton reinmache, Moment, siehst du, das ist jetzt ein gewisser Ton, der hat jetzt eine gewisse Frequenz und wenn ich den Ton höher mache, wird die Frequenz höher, weil das jetzt keine zeitliche Schwingung ist, umso kleiner kann er natürlich, umso mehr kann er das machen und wenn ich den tiefer mache, wandert es nach unten, jetzt umso wird natürlich, löst es nicht so auf hier an den Dingen, aber du hast das Prinzip verstanden. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt hier wieder den Analyzer mache, dann wirst du feststellen, dass mir bei einem Ton, das ist jetzt unser Ton, wenn wir hier jetzt die Frequenz machen, das ist unser Ton, und jetzt pass auf, jetzt mache ich die erste Oberwelle Sinus 2 dazu, Sinus 3, Sinus 5, 7, 9, immer die Ungradzahligen. Ja. Die sind jetzt genau ein Drittel und zack, 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 das sind jetzt die Frequenzen, das nennen wir die Oberwelle. Mhm. Und das macht den Klang aus. Du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt einen normalen Frequenzmesser nehme, wenn die jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt, ich sag, irgendeinen Doner Flöte nehme, okay, und ich mache jetzt, achte mal auf meinen Mund, ich mache jetzt meinetwegen so 400 Hertz und ich sag mit einer Flöte, und jetzt mache ich dieselbe Tonhöhe mit einer Violine, und ich mache dasselbe mit einem Klavier, bing, oder einer Gitarrenzeile, und ich messe jetzt mit einem Oszilloskop, sehe ich, wenn es dieselbe Frequenz ist, immer dieselbe Schwingung, wie du gerade vor dir hast. Das heißt, rein die Grundfrequenz ist 400 Hertz in 400 Hertz. Ja. Aber ich höre doch sofort, das ist eine Flöte, das ist eine Gitarrenzeile, eine Nylonzeile, eine Stahlzeile, das ist ein Klavier, das ist eine Violine. Dieser Klangunterschied selbst, Martin. Das sind die Oberwellen, ne? Das sind die Oberwellen. Das sind die Oberwellen. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich hier Beispiel, das habe ich schon oft gebracht. Du hörst Klingelingeling, du denkst am Telefon. Du hebst ab. Und das Erste, was du jetzt hörst, wenn ich dich frage, was hörst du? Du hebst ab. Du sagst, ja bitte, und du hörst, hallo, ich bin's. Jetzt ist es ganz interessant, ich sage, die Grundwelle, wenn du dir bewusst machst, was du hörst, sagst du, das ist die quäkige Telefonlautsprecher. Das ist die Grundwelle. Die ist immer gleich, das wäre jetzt unsere Herzzahl. Dieses Hallo, ich bin's, das wäre jetzt die erste Oberwelle. Interessant ist, dass da ja überhaupt nicht erwähnt wird, wer das ist. Und jetzt sagst du sofort, das ist meine Freundin, zum Beispiel, das wäre jetzt der Udo, das ist der Sohn, weil du sofort, obwohl ja du nur Hallo, ich bin's hörst, hörst du sofort, wer das ist. Mhm. Und das wäre jetzt hier immer wieder, wo ich sage, du hast eine Grundwelle, du hast dann dein Hallo, ich bin's. Ja. Und dann kommt dies, dass du sofort sagst, das ist der, der oder der, sind die Oberwellen, wie du sagst, das ist ein Klavieranschlag, das ist eine Violine, das ist eine Flöte. Obwohl die Tonhöhe, die Frequenz dieselbe ist. Aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen in diesem Spiel, dieses Oszilloskops, wird es ganz interessant, sagen wir mal, dass ich da nochmal, ups, jetzt hat er mal das jetzt so, ups, Harmonik, wenn wir den jetzt nochmal anschauen, ist es ganz interessant, dass das da mal, wenn du das als Lautsprecher nimmst, der schwingt ja nicht durch die Zeit, der schwingt jetzt nach vorne und jeden Ausschlag, den er hat, der ist jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt diese longitudinale Achse eigentlich zusammenschieben. Ja. Was mir jetzt als Zeitachse betrachtet ist, weil die Zeit, diese Zeitmomente sind ja, wenn wir das als Kollektion anschauen, alle jetzt da. Das ist Holo Feeling.
selbst wenn wir jetzt die Transversale machen, ich sage jetzt, wir gehen nach oben und wir gehen nach unten, das ist ja schon wieder ein zeitlicher Gedanke. Mhm. Jetzt wird der normale Mensch deine Logik sagen, ich kann ja nicht gleichzeitig nach oben und nach unten schwingen. Aber pass auf, da mache ich jetzt, mein Bild siehst du ganz grob, ne? Weil ich nur. Ja, ja, ja. Pass auf, du denkst jetzt einmal eine geschlossene Box, es geht ja immer um geschlossene Systeme. Wir machen eine Trennwand in eine geschlossene Box, eine Trennwand, und da setzen wir einen Lautsprecher rein. Wenn ich jetzt den Lautsprecher, und jetzt denke ich, das ist wie ein Kolben in einer Luftpumpe, wenn ich den Lautsprecher nach vorne schwingen lasse, wird auf der Seite die Luft komprimiert. Aber im selben Maß wird er auf der anderen Seite, im selben Moment, wo ich hier den Druck erhöhe, wird er auf der anderen Seite dekomprimiert. Das heißt, umso größer der Berg wird, entsteht im selben Moment ein Tal. Ja. Auf die ganze Kiste, ganzheitlich gesehen, bezogen, verändert sich in der Kiste der Luftdruck überhaupt nicht. Wieder den Gleichheitszeichen, plus minus. Ja, das ist ja, nichts ja, anderes. Ja, gleichzeitig. Es ist immer auch. Null. Es ist immer null. Aber die Sache ist immer das geschlossene System. Mhm. Jetzt zum Beispiel die Bibel liest, da heißt es, alle Flüsse fließen ins Meer. Ich sage jetzt nur dazu, und der ganze Regen fällt ins Meer und es läuft nicht wieder. Jetzt denk dir mal deine ausgedachte Erdkugel als ein Symbol und um die Erdkugel herum ist ja dieses sogenannte Universum. Wir sagen mal ein Riesenvakuum. Das ist ja eigentlich, wenn du die Erdkugel, so wie du dir die ausdenkst mit der Biologie, ist die ja in einem geschlossenen System. Und da kannst du nichts hinzufügen und nichts weglassen. Du hast natürlich jetzt in dem System und außerhalb. Wenn wir Vakuum, ich habe so oft gesagt, es gibt keinen dreidimensionalen Raum, wenn wir Volumen ein Vakuum erzeugen, dann haben die ein Glasgefäß und da saugen sie die Luft raus und sagen, da ist jetzt ein Raum, wo keine Materie drin ist. Aber was sie sich ausdenken, ist ja dieses Gefäß, die haben wieder ein Innen und ein Außen. Drumherum. Ja. Selbst wenn du dir jetzt ein riesen Universum ausdenkst mit unendlich vielen Galaxien, ist das schon wieder was Ausgedachtes. Und was ist um dieses Universum herum, dieses nicht denkbare Nichts? Das heißt, eine unendliche Grenze. Ja. Und innerhalb von geschlossenen Systemparametern, das ist die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Er kann nicht vermehrt werden, weil er schon alles ist. Und er kann nicht vernichtet werden, weil er etwas ist, was nicht in Erscheinung treten kann, als Ding an sich. Das wird aber von Augenblick zu Augenblick in eine neue Form von Energie umgewandelt. Das ist der träumende Geist. Wohlgemerkt, der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist ein Symbol für dich selber. Und alles, was du siehst, sind Formen deines Geistes, es sind deine Informationen. Es verändert an dir nichts, darum hast du auch als Geist nicht das Gefühl, älter zu werden, egal ob du dir jetzt einen 10-jährigen Körper ausdenkst oder einen 30- oder einen 40- oder einen 60-jährigen Körper, du wirst merken, du bist immer derselbe Geist. Ich sage auf einer anderen Ebene, der Leser des Buches, das Gefühl, dieses rote Ich-Gefühl verlierst du nicht, das verändert sich auch nicht. Was sich verändert, sind deine Informationen. Die ja. Du aber immer jetzt anschaust. Ja, was in dem Bezug. Das kann man in die Physik machen. Es hängt ja alles zusammen. Du weißt, wie oft ich sage, Physik ist so interessant. Die Bindungsenergie. Ich erzähle dir jetzt mal wieder was von Physikern. Das ist Originaltext. Du kannst das nachlesen in Physikbüchern oder einfach mal schnell in Wikipedia nachschauen. Wir denken uns jetzt einmal der Wasserstoffatom aus. Und zwar Isotop 1. Wir haben im Wasserstoff 3 Isotopen. Es gibt auch noch Deuterium und Tritium. Das heißt, es sind Wasserstoffatome, wo dann noch Neutronen mit drin sind. Aber der klassische Isotop 1, das Hydrogenium, immer Udo ist Udo R, der Kopf des Udo, ist ein Proton und ein Elektron. Wenn wir jetzt, und ich spreche jetzt einmal als Physiker, Lesch, wir Physiker haben ein Wasserstoffatom gemessen, ganz genau vermessen, wir haben die Masse eines Wasserstoffatoms, das kannst du in den Physikbüchern nachlesen, wir haben ein Wasserstoffatom auf eine Waage gelegt, ich mache jetzt einmal das so bildlich und haben die Masse dieses Wasserstoffatoms entwickelt. Also ein Proton und ein Elektron. Elektron. Den Wert, den schreiben wir uns jetzt einmal auf. Dann haben sie von dem Wasserstoffatom das Proton und das Elektron getrennt und dann haben sie das Gewicht von dem Elektron gewogen, haben den Wert aufgeschrieben, haben danach das Gewicht von dem Wasserstoffproton gewogen, haben den Wert aufgeschrieben und zieh an, jetzt halte ich ja mal fest, wenn das Proton und das Elektron einzeln gemessen werden, ist die Summe dieser zwei Werte 70 Millionen Mal
mehr Masse, also schwerer, könnte ich jetzt sagen, wenn wir es als Gewicht betrachten, wie wenn sie das Wasserstoffatom als Ganzes messen. Mhm. Wie sie das gemacht haben, das kannst du in Physikbüchern nachlesen und du wirst jetzt merken, du kommst schon wieder in die Welt der logischen Konstrukte. Ja. Es wird alles, es wird Hertz, unser Rudolf Hertz, der hat hier die elektromagnetische Strahlung anhand von Berechnungen entdeckt. Mhm. Metzl, selbe, die ganzen Sachen wurden anhand von Berechnungen entdeckt. Es macht einer Gedankenspiele, er rechnet rum und dann gefällt ihm das und er sagt, so ist es da aus. Und jetzt ist, denk an meine Definition von Realität. Alles, was du Geist zu sehen bekommst, muss hier und jetzt in deinem roten Kopf als Information vorliegen. Ich sage im roten Kopf, der blaue Kopf existiert auch bloß, wenn du den blauen Kopf hier ausdeckst. Stimmt oder stimmt? Mhm. Wenn du jetzt, hör genau zu, du musst mitspielen. Wenn du jetzt, ich sag zum Beispiel zu dir, denk einmal an eine Kiste. Ja. Mach mit. Okay, aus was besteht die Kiste? Dir wird jetzt auffallen, du denkst dir doch eine Kiste aus. Ich frage dich, aus was besteht die Kiste, die du dir jetzt denkst. Was mir wichtig ist, dass du merkst, dass wenn du zuerst einmal an eine Kiste denkst, denkst du noch gar nicht, aus was die besteht, du denkst eigentlich nur an das Wort Kiste. Erst wenn ich dich frage, aus was besteht die Kiste, die du dir denkst, sagst du aus Holz, als Pappkarton. Ja, richtig. Es entsteht erst, wenn du es denkst. Ich habe eigentlich erst nur grob diesen Behältercharakter. Ja, komm noch, lass mich weitermachen. Jetzt genau, dass ich jetzt sage, welche Form hat die Kiste? Es muss ja nicht unbedingt der Wirbel sein, es kann ja auch ein Sarg sein. Ja, richtig. Das alles entsteht erst, wenn du dir das ausdenkst. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, denke mal, eine Kiste ist nur eigentlich das Wort Kiste da. Mhm. Bis du anfängst, das in dir auszumalen und jedes Ding vom Material über die Form, über die Farbe, das entsteht erst, wenn du das zum Denken anfängst. Und jetzt kommt was ganz was anderes. Also gut, du hast jetzt deine Kiste gedacht. In dem Moment, du wirst jetzt feststellen, wenn du mal dich selber beobachtest, du würdest nie auf die Idee kommen, dich selber zu fragen, was ist in der Kiste drin, die ich mir jetzt ausdenke. Weil dir klar sein sollte, dass in der Kiste, die du dir ausdenkst, erst dann was drin ist, wenn du dir in die Kiste was eindenkst. Mhm. Und dann wird in der Kiste genau das drin sein, was du dir in dir selbst gedachten Kiste hineindenkst. Und du wirst nicht fragen, was ist jetzt in der Kiste drin, die ich mir ausdenke. Weil es ist ja nur dein Gedanke. Da ist erst was drin, wenn du es denkst. Aber jetzt pass auf, jetzt beobachte bitte deinen bisherigen Glauben. Jetzt mache ich hier mal eine andere Kiste. Du denkst jetzt an den Kopf deiner Freundin. Jetzt frage ich dich, was ist in dem Kopf drin und da wird was in dir sofort sagen, halt gehören. Mhm. Aber es ist, was ist jetzt der Unterschied, ob du den Kopf einer Freundin eines Trockenhausenaffen oder ob du an der Kiste denkst? Es sind deine Informationen, die immer nur sind, wenn du sie denkst. Wie oft habe ich gesagt, Martin, ein Denker ist untrennbar mit dem verbunden, was er sich denkt. Alles, was ein Denker sich ausdenkt, existiert nur in dem Moment, wo er es denkt, das ist immer jetzt. Denk an meine Gedankenwelt. Es ist genauso, wie er sich denkt. Und wenn du an die Funktion einer Maschine oder eines menschlichen Körpers denkst, dann wirst du die Maschine, die du jetzt denkst, als Vorstellung, die du vor dich hinstellst, wie in einer Computeranimation, die wird dann genauso aussehen und funktionieren, wie du dir das in dem Moment ausdenkst. Mhm. Das heißt, da außen gibt es keine Trockennasen auf dem Körper mit einem Herzen, mit einer Nase. Das ist nur in dir drin, wenn du das denkst und es ist deshalb so, weil dein Programm, dein Schwamminhalt genau die Bilder so aufbaut, wie du programmiert bist. Mit einem anderen Programm machst du komplett andere Bilder. Ja. Du merkst, Holofeeling geht weit, weit über alles hinaus, was die Menschheit bisher weiß. Mhm. Und komischerweise, es baut nur Fakten auf, die jeder denkt an den ersten. Mhm. Jeder 13-Jährige, wenn er den Gedankengang mitgeht, muss sagen, stimmt. Ich habe Leute, die mir zugehört haben von langen Professoren, die haben gesagt, Udo, mir ist zwar auf der einen Seite mit meiner Logik die Haare zu Berge gestiegen, aber irgendwas war in mir drin. Das hat bei jedem Satz, wo du sagst, der hat eigentlich recht. Ich möchte in diesem Bezug mal eine technische und visuelle Metapher bringen. Ich habe angefangen damit, und das passt jetzt alles wunderbar zusammen, wie du diesen Analyzer dazu geholt hast, aber ich habe gesagt, die longitudinale normale Weise zu komponieren, das passt für mich irgendwie nicht mehr. Und jetzt habe ich mit neuer Technik die Möglichkeit, auch die Vertikale zu benutzen. Ich habe mir ein neues Spielchen zugelegt. Guck mal, die Firma. Ja? Die Firma heißt Elektron.
Und das Gerät heißt Digitakt. Das ist also ein Drumcomputer und Sampler. Und das kennst du vielleicht. Ja. Mit so einem Lauf. Also das Gerät jetzt selber nicht, ich habe da schon lange nichts mehr damit zu tun. Nee, aber das Interessante ist folgende. Erstmals Elektron, da ist natürlich das L im Eck. Und TRON, das ist dann die Fahnenstange. Die F-Ahnen, die Facetten meiner Ahnen, die Stange ist dann wie... Ist das dann mal die Reihe? TR, ist das dann mal die ja, Reihe? Ja, die Reihe. Der Aufbau, pass auf, dass wir dann uns nicht so arg verwudeln. Es ist prinzipiell, dass die Transversale, die Schichten, wo ich immer wieder erkläre, was du schön siehst, ist damals, habe ich dann natürlich gar nicht mit dem Knack, das hat mich so fasziniert, dass du nur einen kleinen Knack hast. Ja. Und es ist der komplette Frequenzbereich mit einer unheimlichen Präzision. Du kannst dann noch Wasserfall-Displays machen. Das heißt, dass es nicht nur ist, wenn du eine Lautsprechermembran hast, die hin und her schwingt, normale Physik, es ist so unendlich ein komplexer Vorgang, wenn du das mechanisch betrachtest, weil da spielt so viel, pass auf, wir müssen jetzt erst einmal einen Gummi aufhängen. Mhm. Das heißt, das Ideal wäre, wenn ich die Luft anstoßen will, bist du noch dran? Ja, sicher. Ja, also, ja sicher ist es nicht. Ich war in der Leitung. Also, ich bin hier. Pass auf, dass ich jetzt mal rein abstrakt gesehen, wenn ich das nach vorne mache, das muss ja aufgehängt sein, da habe ich einen gewissen Widerstand. Ich muss ja, unabhängig jetzt von der Schallwelle, muss ich ja das Gewicht, die Masse von der Membran nach innen und nach außen schwingen lassen. Ja. Und du musst jetzt wissen, da der in einem Gummi, in einer Membran aufgehängt ist, ist, wenn ich den nach vorne drücke, schiebe ich eine gewisse Energie in dieses Membransystem rein und wenn ich das loslasse, fällt es wieder zusammen. Das ist wie wenn ich einen Akku auflade, der sich wieder entlädt. Ja. Okay? Ja. Das ist einmal das Erste. Wenn das schneller schwingt, musst du wissen, dass die Luftmasse, die auf dem Lautsprecher handelt, ich habe ja Chassis konstruiert, eigene Chassis, zuerst mit der normalen Physik. Und da habe ich eben diese ganzen Fehler der Physik entdeckt. Mhm. Dass ich sage, das sind so elementare Fehler auf jeder Seite in Physikbüchern, wo ich erkläre, weil das aufbaut, dass das so funktioniert. Es ist immer dein Glaube. Dass ein Handy funktioniert, es ist dein Glaube. Mhm. Du verwirklichst mit deinem Glauben auch die Realität in deinem Traum. Ich spreche das immer wieder an. Das ist die Kraft AUB im Glaube. AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die Beschwörungskunst. Das heißt, was du im tiefsten Innern glaubst, so wird es in dir in Erscheinung treten, bis hin zur Materie. Darum soll man wieder, wenn du an den Turm zu Babel, den kennst du als mythologisches Bauwerk, du kannst es nicht realisieren, weil wenn du in dich reinschaust, gehst du davon aus, das ist ja nicht mehr da aus. Mhm. Den Eiffelturm kannst du materialisieren, weil du glaubst ja, dass der da aus noch existiert. Das World Trade Center in New York kannst du nicht materialisieren, weil du da zur Zeit ja glaubst, das ist ja zusammengebombt worden. Ja. Oder eingestürzt. Wie auch immer. Das hat aber nichts, weil ja alles jetzt passiert. Würdest du das nicht wissen, hättest du jetzt auf dem Mond gelebt, wie man sagt, und du würdest kommen und du wüsstest überhaupt nichts, würdest du nach New York fahren und es wäre noch da. Ne? Ja. Weil die Bilder jetzt sind, wenn du dein Programm nicht veränderst. Du brauchst eine Programmveränderung, dass die Bilder sich verändern. Ja. Dass du jetzt den 10-jährigen Matten nicht mehr materialisieren kannst als Spiegelbild, liegt darin, dass du sagst, das war ich ja. Hm. Den gibt es ja da außen nicht mehr. Alles, was du glaubst, was unabhängig von dir da außen existiert, kannst du auch materiell in Erscheinung treten lassen. Natürlich immer nur hier und jetzt in deinem Gesichtsfeld. Also, du erlebst dich ja als ein Protagonist in deinem Traum, in einer illusionären, dreidimensionalen Welt. Und jetzt ist es wichtig, ich komme zu dem Digital, dass du eine VR-Brille aufhast. Das sind zwei Monitore. Diese zwei Monitore, die Augen, jetzt kommen wir die ganze Symbolik mit der Sprache, mit Holofeeling, da hast du Zapfen drinnen. Rot, Grün, Blau zapfen. Es ist im Prinzip auf deinen Monitoren dasselbe wie auf dem Monitor vor deinem Computer jetzt. Der Witz ist, dein Programm, man hat dir erzählt, dass da von außen Licht in dich reinfällt und es die Zapfen anricht und geht die Signale in den Thalamus weiter. Da außen gibt es nicht. Du hast da VR-Brille auf und dein Thalamus, dein Schlafzimmer ist das Computerchip, der diese Zapfen ansteuert, wie die zwei kleinen Monitore in der VR-Brille angesteuert werden. Ja, ja. Darum lasse ich dir das doch zur Zeit räumen, dass wir eine Stufe höher kommen. Es ist der Geist, der sich nach außen stülpt. Wenn das fotorealistisch ist und es gibt mittlerweile wirklich mit HD-Auflösung HD-Brillen, ja, also die auch virtuelle Brillen mit HD-Auflösung, wenn das gesteuert ist, wenn du mal erlebt hast, es ist wirklich unglaublich, es ist jeder fasziniert, es sagst du mal, 3D-Bild kennt jeder, was das Verrückte ist, wenn das synchron läuft, wenn du den Kopf bewegst,
Du kannst es vorstellen, was ich meine. Deswegen, die Sony VR aufsitzt, die ist zwar jetzt nicht ganz fotorealistisch, aber so sehr beeindruckend von den Bildern her. Wenn du den Kopf bewegst oder du drehst dich rum oder du läufst ein Stück nach vorne, dass das Bild sich genauso verändert wie jetzt in deinem Gesichtsfeld. Da ist weder ein Ruckel noch eine Zeitverzögerung. Du weißt, was ich meine. Ja. Wenn du nach oben schaust und sagst, boah, ist das geil. Ich habe zum Beispiel, pass auf, wir haben bei der VR-Brille ein ganz normales Spiel. Du hast da so ein Schläger in der Hand. Das ist praktisch, wenn du die Hand, du hast den Joystick in der Hand, musst du dir vorstellen. Jetzt, wenn ich die Hand nach vorne tue, habe ich, erscheint in meinem Gesichtsfeld, so wie ich jetzt meine Hand sehe, eine künstliche Hand mit einem Schläger in der Hand. Mhm. Ne? Ja. Wenn ich das wegmache, aus dem Gesichtsfeld rausziehe, sehe ich es nochmal. Ich spüre ja meine Hand noch. Und das ist so perfekt synchron. Und jetzt kommt der Ball auf dich zufallen und du tust praktisch Tennis wie bei Squash, glaube ich, heißt das Spiel. Mhm. So gegen der Wand, ne? Ja. Okay, und dann haust du das, dann kannst du die ansteigen, dann kann man die sogar anschnitten und dann spielst du. Und wir haben, wie wir das ausprobiert haben, da hat einer die VR-Brille auf und wir haben dasselbe Bild auf dem Monitor laufen, dass wir das auch sehen, was der sieht. Aber du siehst natürlich auf dem Monitor nur zweidimensional. Mhm. Und dann so, ja, das ist lächerlich, das macht eigentlich keinen Spaß. Und der Erste, der die Brille auf hat, wie wir das ausprobiert haben, verschiedene Sachen, Programme ausprobiert haben, der sagt dir, boah, ist das geil. Also, was soll denn da geil sein? Das ist eigentlich nur ein Videospiel. Die anderen Sachen sind doch immer so. Dann sagt er, setz mal die Brille auf. Dann setze ich diese 3D-Brille auf. Und das war jetzt relativ künstlich, wie auf einem Jahrmarkt, auf einem Kirmes war so eine Schaubude aufgebaut. Dann setze ich das mal die Brille auf. Das Monitorbild hat eigentlich wirklich wie ein mittelklassiges Computerspiel ausgeschaut. Du setzt die Brille auf. Das flasht dich weg, dann drehe ich mich rum. Das hin, der Raum, wo das, du hast dann hinter dir den Raum, der war so geil ausgestattet, dass du sagst, da willst du ja gar nicht spielen, du willst bloß schauen. Da kriegst du nichts mit in der Zweidimensionalität. Ja, cool. Aber jetzt pass auf, worauf ich hinaus will. Du schaust nach außen und du lebst noch in dem Wahn, weil du das zweite Gebot bringst. Weißt du, wie oft ich schon gesagt habe, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Irgendwann einmal hat jetzt in der Skype vor ein paar Tagen hier und jetzt ausgedacht, hat er reingeschrieben, drittes Gebot hat der Udo ja noch gar nicht angesprochen. Ich sage doch jedes Mal, wieso soll ich dir das dritte Gebot erklären, wenn du die ersten zwei nicht halten willst? Das beginnt, mach dir kein Bild von Gott. Jetzt ist aber doch der Adam, Gott schuf den Adam nach seinem Ebenbild. Das heißt, du bist ein Gotteskind. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, bist etwas anderes wie eine Gedankenwelle, wie eine Information von dir. Der Denker ist untrennbar mit seinen Gedanken, ein ausgedachter Denker wohlgemerkt, ist untrennbar mit seinen Gedanken verbunden und er ist mächtiger als jeder Gedanke, weil jeden Gedanken, den du dir ausdenkst, der existiert, nur weil du ihn ausdenkst, der ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Okay? Mhm. Ich hätte jetzt auch sagen, ein Beobachter ist untrennbar mit dem verbunden, was er beobachtet. Jetzt halt ihn noch fest, das Prinzipiell, These, was anders ist wie die Antithese. Ich könnte sagen, der Besitzer ist was anderes wie das, was er besitzt. Der Beobachter ist was anderes wie das, was er anschaut. Der Denker ist was anderes wie seine Gedanken. Du sagst, ich habe ein Haus, ich habe Söhne, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Das sind Sachen, die du dir ausdenkst, die du besitzt. Auto. Die einzige Ausnahme ist, wenn du sagst, ich habe einen Körper, da sagst du nicht, ich habe, sondern ich bin dieser Körper. Ja. Das bist du nicht. Das ist genauso eine vergängliche Erscheinung wie alles andere. Das ist eine Gedankenwelt. Ob du jetzt an dem... So, Martin. Ja. Jetzt darf ich es wahrscheinlich nicht mehr abreißen, weil jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, meinen alten WLAN von der anderen Leitung anzustöpseln. Oh, super. Wenn ich das jetzt aufgeregt habe, das müsste jetzt 2Ds stabil. Ich bin nochmal gespannt, wenn die das in den Griff kriegen mit der neuen Leitung. Wo war mein Stäblin? Das war ich letztens. Was war es jetzt? Das reißt dann immer raus. Ja. Dass also dieses Digitale, wenn du hast, dass es immer gleichzeitig da sein muss. Richtig. Was jetzt auch nochmal, wo ich weiß, du merkst, es sind viele, viele Einzelteile und wenn du Geschichte, du brauchst, und das ist es irre, die Aussage, dass in einem Geigenstrich die ganze Symphonie drin ist. Nimm mal einen Geigenstrich,
schlichtweg und einfach als einen einzigen Ton eine Note, ein kleines Triangelschlag aus einem Orchestercrescendo. Den setzen wir jetzt symbolisch für den Namen in unserer Geschichte. Der macht nur Sinn in Verbindung mit dem, was angeblich vorher und nachher ist. Der Name in unserer Geschichte macht nur einen speziellen Charakter in dem Moment, wo ich das angebliche Vorher und das Nachher, wo der Name Franz auf der Seite in der Geschichte auftaucht, ist auf einer anderen Seite der Name Franz ein ganz anderer Charakter. Jetzt pass auf, jetzt nehme ich unseren Harmonizer nochmal. Okay? Ja. Wenn wir den Harmonizer nochmal nehmen und wir schauen uns jetzt dieses Geschwingel an mit den Oberwellen. Pass auf, mal so machen. Siehst du die Rechteckschwingung? Nein, du musst deinen Bildschirm noch übertragen. Sie ah, sorry. Ich muss meinen Bildschirm, habe ich noch nicht. Jawohl. Siehst du? Yep. Da haben wir jetzt die ganzen Oberwellen. Das ist jetzt nur die Grundwelle. Da wird es jetzt interessant, dass wir hier ja, wenn wir sämtliche Oberwellen addieren, dann kriegen wir Rechteckspannung. Darum besteht das Rechteck, es gibt kein ideales Rechteck, heißt es, weil das ideale Rechteck würde unendlich viel Energie benötigen, weil unendlich viele Oberwellen mit drauf müssen, bis ins Unendliche. Und das war gerade, ich war wieder bei der Lautsprechermembran mit der Mechanik. Wenn du zum Beispiel Crashtest machst bei Autos oder so, ich habe festgestellt, dass da eigentlich nur elektronische Grundschaltungen wirken, bloß mit anderen Werten. Das heißt, wir haben in der Lautsprechermembran haben wir praktisch einen Kondensator, der aufgeladen wird. Dann hast du auch die Spule, das einmal, jetzt kommt natürlich schon wieder Zeit bei den Impedanzen, wo man sagt, in einem Kondensator alter Strom der Spannung um 90 Grad vor, raus in einer Spule alter hinterher, da ist schon wieder das Thema Zeit mit drin, das nicht gibt. Was ich dir jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass auch hier bei dem Rechteck gilt, es kommt nicht zuerst die positive Fläche und dann die negative, sondern wenn du die jetzt als Grundausgangsbasis von unserem Sinus den Einheitskreis vorne hinstellst, da siehst du, wenn du den Einheitskreis anschaust, dass ja Plus und Minus gleichzeitig da ist und wir uns gedanklich um die Peripherie rum, bei 3 beginnend, um diesen Einheitskreis gegen den Uhrzeigersinn bewegen. So wird er der Sinus herauskonstruiert. Wenn wir jetzt ein Rechteck herauskonstruieren, wissen wir ja eigentlich, wenn ich jetzt sage, wir beginnen bei 3 Uhr, dann gehen wir hoch auf 12 Uhr, dann fahren wir runter auf 9 Uhr, das wäre jetzt dieser Punkt hier, das Ende von dem Plus-Sinus, und dann gehen wir ja von Plus hier auf Plus auf 12 Uhr hoch, das wäre jetzt hier oben, dann fahren wir runter über 9 Uhr, fahren wir runter hier zu 9 Uhr, dann kommen wir in den Minus-Minus-Bereich und dann geht es wieder Minus-Plus. Ja. Du bist dabei? Ja. Genau genommen ist es eine Kreisbewegung. Das beschreibe ich schon, wenn ich jetzt das darstelle, dass das da mal das gleichzeitig passiert. Jetzt schau mal bitte, hast du mein Bild klein? Ich mache mich ganz kurz. Schau her, das, wenn ich jetzt so mache, ist es eigentlich in dem Moment, ich habe jetzt 3 und 9 Uhr. Ja. Wenn ich hochfahre Richtung 12, fahre ich ja im selben Moment runter. Gleichzeitig, wenn ich oben bin, bin ich unten. Und dann, wenn ich rüber fahre, wenn ich zurückfahre, fahre ich vor. Wir haben diese Bewegung. Ja. Und es entsteht Plus und Minus gleichzeitig. Das ist so darzustellen. Was mir jetzt wichtig ist, die zwei Flächen, die wir uns als Plus und Minus denken, wo wir schon wieder ein Zeitfenster aufspannen müssen, das jetzt ist. Wenn wir sämtliche ungeradzahlige Oberwellen machen, ist es, wenn ich sage, Sinus fährt rüber und rüber, ist es beim Rechteck genauso, wenn das ja schlichtweg und zwei Quadratflächen, die vor uns stehen. Wenn ich die Minus drunter lege, so wie ich die Halbwelle drunter lege, habe ich zwei gegenüber, eine Plus-Quadratfläche und eine Minus-Quadratfläche. Richtig. Das ist die XY, das sind deine zwei Cyberspace-Prints. Das hast du mal in einer groben Metapher. Und jetzt ist es also so, dass wenn du jetzt schaust, für dich ist die Welt da außen, weil du das zweite Gebot bringst. Es wird nie eine absolute Rechteckspannung. Es bleibt immer da, unendlich, die bist du selber. Du bist die zwei Quadratflächen ohne Division. Ja doch, aber meine Welt, weil du hast gerade gesagt, es wird nein, pass auf, hör zu, dass du nicht so arg, halt dich da jetzt nicht, bitte nicht fest. Was mir wichtig ist,
dass das da mal eine Rakia stattfindet, das passiert im Vers 6. 6 ist Aufspannen. Mhm. Eine Rakia findet statt und die Welt wird geteilt in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt pass auf. Da steht übrigens, diese Rakia, siehst du, das ist jetzt Rakia, beschreibt sich eine berechnete, affine, intellektuelle Augenblick. Ein berechneter, affine, intellektueller Augenblick kann man jetzt einmal lesen. Ja. Das ist einmal hier das Himmelsgewölbe. Das Gewölbe ist ein Gesichtsfeld. Ja, und das ist auch zerstampftes, weil das, dieses Gesichtsfeld hat jetzt diese Filmpartikel, das sind deine Pixel im Bild. Wenn du nach außen schaust und du weißt nicht, dass du eine VR-Brille aufhast, weil es ein hyperrealistischer Traum ist und du siehst da vorne vor dir eine Sonne, und du siehst einen Baum, der einen Schatten wirft. Das Ganze kann ich auf einer 3D-Brille simulieren, aber der Schatten ist nicht da, weil diese angebliche Lichtquelle, diese Sonne, diese Landschaft vor mir beleuchtet. Das ist ein reines Computerkonstrukt, eine Matrix. Wenn ich einen Golfball fliegen sehe, oder denk an, wenn Weißenburg-Vorträge, nehme ich an, hast du vorgeschaut, wo ich dieses Astronomieprogramm mache, da bewegen sich auf dem Bildschirm bewegen sich keine Lampen. Nur an und aus, ne? Ich habe nur verschiedene Blickwinkel. Jetzt kommen wir mal zu den Blickwinkeln. Pass auf, was wir uns jetzt da anschauen. Jetzt spiegel mir dieses Wort. Wir machen jetzt einmal 70, 10, 100, 200. 70, 10, 100, 200. Das ist Rakia rückwärts gelesen. Das ist die Grundlage, die Wurzel von allem. Dieses Wort kommt übrigens in der Dora nicht vor. Wenn, wo du das jetzt gespiegelt hast, heißt das dann auch, dass man vatersprachlich dann einen Einblick bekommt in die, wie sagt, die Grundlagen der Rakia? Oder wie soll ich das sehen? Ja, selbst, lass das, ich will auf was anderes hinaus. Wir haben die Rakia, wir spiegeln es, das sind die Grundlagen. In dem Wort Grundlagen haben wir schon wieder GR, ein geistiges Rund. Ja. Der Geist und sein Rund. Okay? Was mir jetzt wichtig ist, ist, da heißt es, und er teilte das Wasser, Memim. Das Memim, das habe ich so oft gesagt, das schreibt sich jetzt erst einmal bloß Mim. Ja. Da hast du jetzt Gott mit zwei M's, mit zwei Gestaltwertungen, wenn ich so lese. Interessant ist, wenn ich das M als Vorsilbe lese, heißt es vom Meer. Ja. Weil die Vorsilbe M heißt der M, das heißt das Memim, das blaue Memim kommt vom Meer. Yom, als Suffix gelesen, ist ja auch die maskuline Mehrzahl, auch ein Dual. Habe ich so oft erklärt, Auge heißt Ain, Ainim sind die zwei Augen, Regel ist das Bein, die Regelim sind die zwei Beine. Ja. Wenn ich jetzt diese Dualmehrzahlform, die wir im Deutschen nicht haben, das immer als Dual sehe, dann heißt es ja 2M. Vom Meer. Merkst du, da steckt jetzt, wenn ich die Perspektiven verändere, steckt da schon sehr, sehr viel drin. Ist übrigens 90. Ja. Memim, die 90 ist die Geburt. Ja. Das ist das blaue Wasser. Und jetzt heißt jetzt dieses Wasser, das rote Wasser, wird in ein Oberhalb und in ein Unterhalb geteilt. Und da ist natürlich bei Oberhalb steht diese EL, dieses L in einer Form, also das Hochheben, das Hoch, das Joch, unsere Gedankenwelle, die Hüllkurve. Und für Unterhalb ist ganz interessant, da steht für Unterhalb steht DCT. Das ist das hebräische Wort für unten. Das heißt aber auch dahinter anstelle unten. Okay? Und da steht schon H Indern. Die Wahrnehmungen sind Indern. Die Quintessenz Rot ist Indern. Richtig. Und dieses unten, jetzt pass auf, jetzt wird es natürlich interessant, dass dieses DCT, wenn wir das T als Vorsilbe lesen, wieder, ist es imperfekt. Das heißt, du wirst, du sollst, du kannst, du wirst in Schrecken versetzt, weil CD alleine sind nämlich die Schrecken. Das sind die Schrecken. Furcht, Schrecken, R, Schrecken. Shin, R sind logisch berechnete Ecken. Jetzt pass auf, jetzt hast du in deinem Auge hast du Zapfen. Rotzapfen, Grünzapfen, Blauzapfen. Das habe ich schon mal erklärt. Wir schauen mal ganz kurz das Wort Zapfen an. Wir machen zuerst einmal die Konsonante Radix ZA. Die ersten zwei Buchstaben als Konsonant gelesen. Das heißt hinaus. Das ist die Hauptradix. Alle Wörter, die mit ZA beinhalten, ist immer ein Hinausgehen, ein Hervorkommen. Siehst du das? Die Geburt der Schöpfung. Die Geburt der Schöpfung. Die Geburt der Schöpfung ist ein Herausgehen. Jetzt schmeißen wir mal das A als Vokal raus und wir machen ZAP als ZB.
Zapfen. Mhm. Erst zwei echten Konsonanten. Jetzt lass dich überraschen, das heißt auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Mir geht's, dass du ein Gefühl kriegst, das ist wirklich ein Matrix. Holo-Feeling ist nicht irgendein esoterisches, religiöses Geschwätz. Ich erkläre dir, wie mein Konstruktprogramm funktioniert. Ja. Das raubt dir immer mehr den Atem, das überraucht alles an menschlichem Wissen, das ist immer raumzeitliches Geschwätzmatten. Ja. Ja, ich muss wirklich nochmal zurück, ich muss das nochmal einfügen, weil du hast ja die Metapher mit der Buchseite, wo all die Buchstaben und die Zeilen gleichzeitig sind, alle Information ist da und erst wenn man zu lesen anfängt, fängt eine Geschichte an, sich zu entwickeln. Ich komme nochmal zurück zu meinem Gerät, ne? Moment. Wo das Licht läuft, du siehst das rote Licht hier laufen. Unter jeden Knopf kann ich ein Sample, also ein Stückchen Audiomaterial setzen. Und ich kann auf jeden Schritt kann ich sämtliche Parameter verändern. Hall, Filter, Equalizer, das kann ich alles steuern. Auf Englisch heißt sowas Step Sequencer, STEP. Die raumzeitliche Erscheinung ist eine Schöpfung aus der Sprache. Die Firma Electron nennt diese Schritte TRIG, T-R-I-G, die Reihe im Geist. Und ich kann hier im Voraus eine Komposition komponieren. Ich kann pro Schritt sagen, welches Tonmaterial ich benutzen möchte. Ich kann die Parameter kann ich festsetzen pro Schritt. Ich kann auch noch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung mit reinsetzen, damit, dass wenn ich einen 4-Noten-Takt habe, kann ich das so programmieren, dass sich daraus ein Musikstück entwickelt, was nicht langweilig wird. Das ist alles, pass auf, alle Möglichkeiten das sind statisch, gleichzeitig bist du eine einstellst, die dann ausgegeben wird. Richtig, aber das Interessante ist, wenn ich dann mich die Parameter angucke, zum Beispiel es macht nicht aus, ob das jetzt ein Schlagzeuggeräusch ist oder eine längere Komposition. Das kann ich alles auf einen Schritt einstellen. Und wenn ich dann zum Beispiel mich dazu entscheide, auf Schritt 1 den Filter zu manipulieren. Filter, was habe ich hier aufgeschrieben? FL ist das persönlich limitierte Licht. Und TR in der Reihe, also wenn mein Programm das eine Begrenzung ist, dann gibt es ein High-Pass- und ein Low-Pass-Filter. Ich kann also das Hoch und das Tief kann ich manipulieren, aber wenn ich die Höhen und die Tiefen manipuliere, nehme ich die Wirklichkeit nicht an, wie sie ist. Ich möchte sie verändern. Das hat alles zu tun mit das begrenzte Programm. Und wenn ich jetzt mal sehen, Filter habe ich dann gesagt, FL, wenn ich FIL nehme, ist das Elefant, das L und das Fand ist dann die Radix, auch im Griechischen, das Fun, das alles, was sinnlich wahrnehmbar wird. Also genau wie das dein Fantasie, richtig. Das hängt von deiner Fantasie ab. Richtig, das genau. Wird aber erst mit dem Redo gesprochen, das haben wir aber nicht aufgenommen, mit der Fantasie. Wenn wir das Fantasie jetzt anschauen, das Wort auf Griechisch, das müssen wir unbedingt noch machen, weil das haben wir auch nicht aufgenommen, weil es immer abgerissen ist. Fantasie wirst du selbes Wunder erleben wie bei dem Wort Mathematik. Ja. Die hast du ja schon gesehen bei meinen Selbstgespräche. Fantasie löst in dir denselben Aha-Effekt aus, weil die Vorsilbe fahren. Das ist das erste Mal, müssen wir uns über das Vieh Gedanken machen. Das heißt nämlich mein Hier, wenn wir PHI machen, der Buchstabe selber, der griechische Buchstabe PHI, Vieh, ja. Ist ja nur das F. Das ist eigentlich hier nachträglich hinzugefügt, heißt es, weil man für den BH ein eigenes Zeichen haben wollte. Ja. So steht es in den alten Wörterbüchern, in den griechischen Wörterbüchern drin. Und jetzt ist es also so, dass dieses Vieh, wenn BH ist ja auch die Öffnung, der Mund und das Hier, das heißt dann mein Hier, dieses Vieh mit Fahren vorne, wenn du Fahren die ersten drei Buchstaben nimmst, die ganzen Wörter, wo jetzt kommen im altgriechischen Wörterbuch, was du jetzt erst einmal feststellen, das heißt Licht geben. Ein Licht geben, etwas Licht, etwas öffnen, ein Licht öffnen, das ist Fahren. Und dann haben wir ja die Tasi, die Fantasie, das heißt dann Tasi, die Grundradix, heißt, du gibst nach außen ein Licht und dann spannt sich was auf. Jetzt sind wir bei unserer Rakia. Und du brauchst Fantasie und du bist einer, der nachquatscht, nur Fantasielose. Ich erkläre dir das Programm, du hast so unendlich Möglichkeiten. Ganz nebenbei, bei aller Bescheidenheit, Martin, unabhängig jetzt von dem UP. Ich nehme jetzt mal den Brösel Udo. Ich war hochqualifizierter Toningenieur, also erklär mir bitte keine Sequenzer, die kann er dann noch viel genauer erklären, wie die funktionieren, auch
wenn es die damals noch nicht gegeben hat, was wichtig ist, dass du jetzt mit den Namen erwähnt spielst. Ja, das meine ich. Dass du merkst, dass dein Geist beweglich wird. Ja. Wenn du das Prinzip hast, wenn du ein Wort siehst, und jetzt sind wir wieder bei der Illusion, die Welt, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, ich sage immer wieder, die Fähigkeit, dass deine momentan in dir Geist vorliegende Information, dass du die um dich herum in Raum und Zeit verstreust, dass du jetzt, hier und jetzt, ein Eiffelturm nach Paris gedacht wird von dir und Neandertaler in die Steinzeit und Kängurus nach Australien, jetzt, die jetzt hier und jetzt sind, bläst du dich auf. Wenn du das bewusst machst, wirst du zu dem Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Wenn du es unbewusst machst, bist du mehr oder weniger ein Brösel in deiner eigenen Gedankenwelt. Mhm. Und du bist immer das Zentrum, egal wo du bist, ob du in deinem Wohnzimmer sitzt oder wo auch immer, in welchem Land du bist. Dein Kopf, dein Mittelpunkt, alles ist immer um dich herum. Du kommst aus dieser Mitte nicht heraus. Mhm. Es bewegt sich nur deine Peripherie, die letztendlich nur aus einer Cyberspace-Brille besteht. Da außen ist nichts. Es ist ausgedacht. Die realen Bilder genauso wie die feinstofflichen Bilder. Und jetzt ist es, wenn du einen Golfball fliegen siehst, was jetzt mittlerweile die Hochphysik hinkommt, dass einige sich schon sagen trauen, es gibt in diesem Universum keine diskontinuierliche, also analoge Bewegung. Das ist ja schon die Lichtquanten selber tritt gequantelt auf. Das ist nur digitalisiert. Das heißt, wenn du eine Cyberspace-Brille auf hast, bewegt sich gar nichts von A nach B. Denk an die Sterne auf dem Monitor. Und selbst die Helligkeit der Lämpchen wird digital angesteuert, gequantelt angesteuert. Es ist keine kontinuierliche von 0 bis 100% Helligkeit. Das sind feine Stufungen. Ja. Weil das, was du machst, sind die Visionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen, wo jede Vision jetzt ist. Wo immer alles im Gleichgewicht ist. Ich führe dich in eine vollkommene Welt, die oberflächlich betrachtet, jetzt hast du mal überhaupt nichts verändert. Mhm. Ich sage immer zu Leuten, das oberflächlich Betrachtete ist auch eine Falle. Wenn ich jetzt bei uns, habe ich zu viele gesagt, wenn ich jetzt, wird bei euch ähnlich sein, wenn ich jetzt zu dir komme, ich behaupte, dass ich jetzt, was ich in Holland, was in, das ist ziemlich flach, aber bei uns sage ich, wenn ich jetzt nur einen Radius ziehe von 20 Kilometer um deinen Heimatort, um deine Wohnung rum, dass ich mich mit dir ins Auto setze, jetzt normal gedacht, und ich zeige dir Ortschaften, die du noch niemals in deinem Leben gesehen hast. Mhm. Bei uns hier. Wenn du Fiegenstall dich erinnerst. Das sind so viele, die hier wirklich in 20 Kilometer Abstand, da gibt's Ecken, kleine Einsiedlerhöfe, wo die noch nie, wo du mit dem Auto nochmal nicht hinfährst, wo zu weit weg ist zum Spazierengehen. Einfach, wo die noch nie in ihrem Leben waren. Ja. Und dann ziehst du eine vollkommen neue Ortschaft, die aber nur oberflächlich betrachtet neu ist. Das ist jetzt die Gegenteil. Du siehst nichts Neues, wenn du dich jetzt deine ausgedachte Welt bereist, egal welches Bild in dir auftaucht. Du wirst nichts Neues erleben. Du siehst viele Sachen, die du noch nie gesehen hast, aber du siehst nichts Neues. Mhm. Du siehst Menschen, die du noch nie gesehen hast, aber alle Menschen haben zwei Augen, eine Nase, einen Mund, zwei Ohren. Ob jetzt die wenn heller sind oder wenn dunkler sind, ob die Augen Schlitzaugen sind oder mehr runder sind. Du weißt, was ich meine. Mhm. Wir variieren nur die Oberfläche. Aber dein Konstruktprogramm ist für dich ein Mensch, ein biologischer Trockennasenaffe mit einem Herz, mit zwei Lungenflügeln. Ob du an einen Trockennasenaffen denkst oder an einen Gorilla oder an einen Schimpansen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ob der mehr oder weniger Haare hat. Du lässt das Konstruktprogramm unangetastet, mit dem du die Bilder aufbaust. Mhm. Und dadurch siehst du zwar Sachen, die du noch nicht gesehen hast, aber du siehst nichts Neues, weil alles aus demselben materialistischen Programm entspringt. Dann haben wir so Physiker wie ein Professor Dürr, der übrigens ein massiver Gegner, da könnte ich in seine Lebensgeschichte wenn wir reingehen, der bevor er in Ruhestand gegangen ist, wie Plichter seine... Ja, erinnere mich die Geschichte. Wenn du Plichter lesen tust, Plichter, er war einer der Physiker, der massiv Plichter bekämpft hat. Mhm. Plichter ist auch ein Materialist, müssen wir nicht reden, aber die reine Arithmetik, wo er gebracht hat, Plichter, mit den ganzen Bildern, da geht es eigentlich schon hin zu Holofeeling. Immer noch natürlich mit materialistischer und raumzeitlicher Erklärung. Ja. Das Problem, in Weißenbruch habe ich das schöne Wort gebracht, alle Probleme entstehen durch dieses scheiß Drecks raumzeitliche Denken. Jetzt pass auf, Scheiße ist ein Exkrement. Englisch nennen wir das Shit. Bera Shit. Shit, hebraisiert, heißt offiziell übersetzt etwas anordnen,
geschenkte Erscheinung, aber jetzt im Hebräischen, wenn man Shit machen, heißt es etwas anordnen, etwas aufbauen, etwas vor sich hinstellen. Mhm. Das sind doch deine Exkremente. Richtig. Und es kommt alles von deinen Scheißdrecks, die nächsten zwei Buchstaben sind DR. Das ist die Öffnung einer Berechnung. Das ist das, was du vor dich hinstellst, was du dir ausrechnest. DR ist die Generation in einem Eck. Das kommt von einem scheiß Drecks raumzeitlichen Denken. Und egal welchen Physiker, jetzt pass auf, dieser Professor Dürr, übrigens, ich weise darauf hin, D-U-R-R. Ja. Mittlerweile, jetzt hat er Videos drin, wo er ganz klipp und klar behauptet, Materie existiert nicht. Was der nächste Blödsinn ist, selbstverständlich existiert Materie, wenn du dir Materie ausdenkst. Schau mal jetzt den Computer vor dir an, die Tastatur. Mhm. Das ist doch jetzt real. Das ist real von dir sinnlich wahrgenommene Materie. Jetzt, wenn du das deine Hände denkst, jetzt erschaffst du zwei Hände, fasst den an, der ist hart. Ja. Das ist harte Materie. Du kannst es hochheben, dann entstehst du sinnlich wahrgenommen reales Gewicht. Du kennst meine Sache mit GWIT. Ja. Kannst dich erinnern? Ja, ja, ein Geist. Der Geist verbindet sich mit der Erscheinung und es entsteht Gewicht. Ja. Haben wir schon wieder die Matrix. Also einer, der jetzt plötzlich behauptet, Materie existiert nicht, der hat wirklich, zuerst einmal musst du wissen, was ist real. Für den Materialisten ist Realität eine unabhängig von ihm selber existierende Welt da außen, die auch dann da ist, wenn er sie nicht denkt und die vor ihm selber schon da war, weil der Realist ja sich mit einem Trockennasen auf den Körper verwechselt. Das Wort real kommt von Res, das heißt schlichtweg und einfach Ding und Sache. Ja. Eine Sache, ein Ding, was in Erscheinung tritt. Das wäre im Hebräischen wäre das Wort HDBAR, HDBR, ist ja DBR, ist ja eins von den hebräischen Wörtern, die Wort heißen, sprechen, sagen, aber auch Sache und Ding heißen. Übrigens auch Pest. Okay, wenn wir das anschauen. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Hebräische mit einem Artikel schreibe, heißt es ja HDBR. Dann haben wir vier Buchstaben. HDBAR, warte mal, ich kann es ja schnell einblenden. Schau, das ist DBR. Da kann ich jetzt schon lesen. Eine geöffnete polare Berechnung. Mhm. Jetzt kriegst du die Beulenpest. Das sind die Beulen, das sind deine Gedankenwellen. Da könnte ich jetzt, wenn wir das Englische reinnehmen, können wir schreiben, Wissen ist. PS. Ja. Okay. Wir können auch BH lesen hier, wenn wir das wollen. Wenn ich jetzt einmal flexibler werde und SD sind die Abtrünnigen. Hier sind abtrünnige Übertretungen. Denk an 60-9. Diese raumzeitlichen Spiegelungen sind ja die Übertretungen. Mhm. Das ist das SD. Das heißt Abirrung, Abdrehung, Übertreten. Du gehst praktisch aus dem Spiegel in die Spiegelwelt rein. Oi, ich mach die Andrea schnell dazu. Ich mach da gleich weiter. Warten. Jo, prima. Wenn sie dazukommen sollte. Okay. Ja. Und dann haben wir hier die Sache, das Wort natürlich. Und dann heißt es unter anderem natürlich die Sache, eine Angelegenheit, Dinge, nichts und so weiter und so fort. Was mir jetzt wichtig ist, wenn wir jetzt HDBAR, also das Wort schreiben. Das ist jetzt einmal, das heißt auch der Sprechende, der Redende, das ist jetzt hier, was in die Rotterdamer jetzt ausgedachterweise vom Dennach die Juden übersetzen, die Botschaft, die Nachricht, die Best, die Seuche, das Wort, das Ding, siehst du das? Aber wenn ich jetzt der HDBR schreibe, interessant, HD alleine, die wahrgenommene Öffnung, wir haben doch HD-Fernseher, ich rede immer von HD-Bildern, echte Bilder. Ja. HD, das hebräische Wort HD heißt Echo und Widerhall von außen. Ein Echo, ein Widerhall von außen und BR ist das Äußere. Da steht jetzt schon, diese wahrgenommene Öffnung ist das Äußere. Das ist der Widerhall von außen. Schau, HD. Die wahrgenommene Öffnung ist das Echo. Auch ein Schrei, ein Widerhall, ein Freudengesall. Bist du dabei? Ja, du warst. Jetzt bist du wieder da. Ich habe alles noch gehört, aber es sieht so an, als ob der Anruf... Ja, das ist die Andrea, es macht nichts. Die kann ich dann zurückrufen. Ich habe jetzt nur den Ton von dir. Dein Bildschirm sehe ich jetzt nicht mehr. Du hast meinen Bildschirm nicht mehr und du jetzt da mal ganz kurz... Ich habe die hat sich rausgeklinkt. Pass auf, ich mache mal die Übertragung weg. Jetzt müsste mein normales Bild wieder da sein. Noch nicht.
Dreht er sich? Ja, jetzt ist dein Tetraeder-Männchen wieder da. Ja, na, der habe ich jetzt ausgeschaltet. Das muss jetzt deaktivieren und jetzt müsste er sich drehen und dann müsste mein Bild kommen. Es dreht noch immer. Du machst was, Nali, ganz kurz auf und ruf dich gleich wieder zurück. Okay. Lass das einmal vielleicht. So, jetzt. Da sind wir wieder. Jetzt müssen wir wieder da sein. Ich sehe gerade, ich schaue auf die Uhr, ich habe nicht mehr so lange, ich muss mein Ding fertig machen, weil ich weg muss dann. Okay. Pass auf, jetzt mache ich das Bild nochmal schnell. Das hat mich schon wieder rausgerissen mit dem Zeug. Das HD-Bau, wo wollen wir nicht stehen gehen? Was wollte ich dir sagen? Ich habe auch so ein schlechtes Gedächtnis. Wir sind in der Matrix. Und du wirst jetzt merken, dass die Sprache, ich erzähle dir was, das sage ich immer wieder, es ist alles ganz anders, du brauchst ein vollkommen neues Betriebssystem. Ja. Und immer dran denken, wir lassen das Mattenleben, du hast noch so ein Stück Buch vor dir zu lesen. Ich bin mal gespannt. Also lass dich von den Meinungen des Matten nicht körre machen, sondern beobachte, was er sich einhandelt. Selbst wenn du älter oder erfahrener wirst. Ich habe jetzt mit der Helga ein längeres Gespräch gehabt, welche ihre Enkelin, die Nele, die kommt laufen, weil die so Liebeskummer hat, die ist 18. Mhm. Und da ist die Helga ziemlich, weil er nicht helfen kann. Ich sage, du kannst nicht helfen. Da muss die durch. Mhm. Sie meint, sie müsste helfen. Und das zieht die Helga dermaßen runter, dass sie jetzt schon wieder abhauen wollte, dass sie sagt, ich fahre jetzt zur Elge, ich brauche meine Ruhe, ich kann das Geheule nicht machen, die kommt und dann wissen wir, und dann wissen nicht und Riesentrappel, was für die alte Frau ein Kinderkack ist von einer 18-Jährigen. Mhm. Aber sie leidet trotzdem mit. Und ich sage, Helga, du musst begreifen, das ist das Helga-Leben. Schau dir das an, das muss dir gleichgültig werden. Weil ich dann zu ihr noch sage, wenn jetzt mir sagen, ich würde dich jetzt in einer Zeitreise zurückführen zu der 18-jährigen Helga, die du warst, dann wirst du feststellen, die könntest du noch wesentlich schwerer erreichen wie die Nele jetzt, weil die Helga noch viel sturköpfiger war wie die Nele. Mhm. Du kannst, mir machen es mal krasser, du kannst einen Säugling, der 14 Tage alt ist oder 4 Wochen alt ist, in keinster Weise verbal erklären, dass er nicht in die Hosen scheißen soll. Genauso wenig kannst du einen verliebten 18-Jährigen, der in einem Liebeskummer drinsteckt, irgendwie trösten und erklären, dass der das nicht wert ist. Mhm. Stimmt oder stimmt? Naja. Das ist, du kannst immer von oben nach unten sehen und man meint, man geht immer wieder den Fehler ein, dass man meint, das müssten die Kleinen auch verstehen, weil dir das für dich jetzt plötzlich vollkommen logisch ist. Das ist aber nicht logisch für einen Jungen. Naja. Die müssen da selber durch, da muss jede, das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt, in der du dich zurzeit befindest, da musst du genauso durch. Und du hast noch ein großes Stück Buch vor dir zu lesen. Das Einzige ist, mit Holofeeling, umso mehr du Holofeeling vertraust, gehst du mit Sachen anders um. Und du wirst geistig unheimlich beweglich. Das Wort auffächern ist nicht dazu da, dir eine schöne Seite rauszusuchen, sondern du wirst eine Geschwindigkeit kriegen, wo du mit normalen Menschen nicht mehr kommunizieren kannst, weil du plötzlich in einem Wort so unendlich viele Möglichkeiten siehst, ohne eine einzige momentan zu bevorzugen. Hm. Ja, was ich gerade auch so interessant finde, ist meine Entwicklung. Wenn ich jetzt sehe, was ich letzten Jahres, also das vorige Jahr, seit meinem neuen Job, wie ich eigentlich, ja, das meine ich jetzt nicht überheblich, aber eigentlich gewachsen bin, auch persönlich und so vieles, was ich nicht akzeptiert habe bis jetzt. Es war ein sehr... Du hast gelernt zu akzeptieren und es wollen wir so lange fortführen, bis du wirklich begreifst, was es hast, fordert dein Wille geschehen. Ja. Ich kann nur über alle Dinge reden, wirklich selbst, wenn ich die selbst erfahren habe. Ja. Bis hin zum bewussten Sterben. Und nochmal, Kleine, ich verspreche dir, du wirst von dem von dir in die Zukunft ausgedachten Tod, deine Auflösung, so viel mitbekommen wie von deinem Kommen voneinander Geburt, nämlich überhaupt nichts. Mhm. Du musst mir bloß vertrauen. Es kann die Hölle werden, wenn du mir nicht vertraust, aber die magst du dann selber, weil du mir nicht vertraust. Mhm. Lerne bei Zeiten das Loslassen, wenn ich immer wieder sage, du weißt, wie oft ich gesagt habe, jetzt denk mal wieder dran, jetzt, immer nur jetzt, die Bilder können nur hier und jetzt sein. Wie man dir das erste Mal deinen ersten Sohn in dem Abendlicht hat. Ja. Jetzt denk jetzt an ihn, wo ist der jetzt? Jetzt schau bitte in dich rein und mach dir bewusst, was deine Mattenlogik sagt. Glaubst du, dass der jetzt da außen auch dann rumläuft, wenn du ihn nicht denkst? Mhm. Pass auf, wenn du das glaubst, der wird jetzt, hier und jetzt wieder auftauchen in dir
Du bist ein träumender Geist. Und dann ist es hochinteressant, er wird dir erzählen, was er alles erlebt hat in der Zeit, wo du ihn nicht gedacht hast. Ja. Aber das macht er nur, weil du glaubst, dass er auch dann was erlebt, wenn du nicht an ihn denkst. Das macht dein Programm. Ja, das du musst dein Programm durchschauen, verstehst du? Weil in dir der Glaube ist, dass dieser Gedanke überhaupt was erlebt und dass dieser Gedanke, den du jetzt denkst, wir reden jetzt von deinem Sohn, dass der auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst, was eigentlich schon eine Lüge ist, wenn du was nicht denkst, existiert es nicht. Mhm. Aber weil du glaubst, dass er existiert, auch wenn du ihn nicht denkst und dass er in der Zeit was erlebt, muss es zwangsläufig so für dich mit diesem Programm sein, dass wenn er jetzt wieder auftaucht, dass er dir Sachen erzählt, die er erlebt hat, während du ihn nicht gedacht hast. Aber die Ursache ist nicht, dass dieser Gedanke was erlebt hätte. In der Vergangenheit kannst du eh nichts erleben, sondern dass er so in Erscheinung tritt, weil dein Glaube das zwangsläufig dir vorschreibt. Hm. Das ist das Programm analysieren und es wird sehr hilfreich, wenn du die Vordersprache beherrschst. Das ist eine noch viel tiefere Ebene. Immer dran denken, mein altes Beispiel, wo die Diana, die wir uns jetzt ausdenken, richtig mitgekriegt hat mit ihrem neuen Buch, hat jetzt ungefähr 700 Seiten, die wollte ich schon mal aufhören, dass er jetzt sagt zu mir in Gesprächen, Brüsselebene, dass sie so, wie ich es erst einmal gesagt habe, wenn du das ganze Wissen der von dir jetzt ausgedachten Menschheit, das du dir zugänglich machen kannst, setz dich nur an deinen Computer und interessier dich einmal für andere Fachgebiete. Für irgendwas, für Physik, für Medizin, Eisenbahn, Spielzeugeisenbahnen. Und du wirst merken, egal welches Fachgebiet, Astrologie, du kannst in deiner momentanen Auffassungsgabe mehrere Leben lang jedes einzelne Fachgebiet studieren. Wahnsinn, ne? Wenn du jetzt dieses ganze Wissen deiner momentanen Menschheit, das dir in diesem großen Chat-Ordner in dir zugänglich ist, dass du natürlich nur in kleinen Facetten immer auf die Oberfläche holen kannst, wenn du das in- und auswendig beherrschst, dann habe ich dir auf meiner göttlichen Schiefertafel beigebracht, ein Aleph zu zeichnen. Ich will dir die göttliche beibringen. Und dazu brauchen wir halt ein bisschen länger wie ein Menschenleben. Das glaube ich. Habe immer im Hinterkopf, wir machen hier kein esoterisches, religiöses oder geistloses, naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von der Wirklichkeit, wir reden von dir. Du bist das wirkende Licht für alles, was du dir ausdenkst. Du bist ein Gotteskind, du bist mein Sohn. Das weiß ich. Es läuft alles nach Plan. Und lass dir nie einreden, das ist alles, du lernst auch durch verkehrt machen. Die Kehrseiten. Das ist ja nicht nur an unserer Tasse. Pass auf, wenn ich einmal, ich erweitere das einmal nochmal, da sind wir noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt Henkel rechts, Henkel links, Henkel in der Mitte. Okay, wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, hier für einen, das ist ja der Henkel in der Mitte, aber nicht ganz in der Mitte. Verstehst du, den können wir wenn verschieben. Denke mal an mein Beispiel, dann können wir sagen, kein Henkel und plötzlich taucht an der Seite was auf. Das schöne Beispiel, wo ich sage, mit Kreis und Dreieck, wir machen mal statt der Tasse Kreis und Dreieck, dann sagen wir haben zwei Extreme. Wir haben den Kreis ohne Ecken, und wir haben das Dreieck mit Ecken, als Schattenwürfe. Wenn wir jetzt unseren Kegel bewegen und die Schattenwürfe anschauen, vom Kreis angefangen, wird der Kreis erst einmal sich ein wenig verformen, er ist immer noch Kreis, aber mehr Ellipse, und irgendwann einmal kommt eine kleine Ecke. Kriegt diese Ellipse irgendwo einmal eine kleine Ecke, du kannst dir das vorstellen, wenn die Spitze auftaucht. Und dasselbe, das Dreieck, wenn wir anfangen, da werden plötzlich die dreieckigen Seiten, werden ein wenig krumm, irgendeine Seite ein wenig krumm, wenn wir das drehen. Ja. Und das heißt, wir haben es mit Kreis und Dreieck, das sind die zwei Grundphänomene. Und alles, was wir Schatten werfen, ist entweder mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmig. Das, wenn ich immer sage, jetzt die Politik rechts oder links, die Mitte ist nicht die Synthese, sondern ein Wischiwaschi, das weder Kreis noch Dreieck ist. Das wäre jetzt die ausgedachte Mitte, ist ja weder Henkel rechts noch ein Wischiwaschi von Kreis und Dreieck beim Kegel. Die Mitte, die genaue, die Synthese wäre, dass du den Kegel, dass du was, das Kreis und Dreieck Körbe ist, die Flächen. Dann musst du dich erheben. Aber jetzt pass auf, wir haben ja nicht nur das, du hast ja, bist ja in einer relativen Ebene. Wir haben übrigens auch noch den Henkel oben und den Henkel unten. Das gibt's ja auch noch, die Perspektiven habe ich ja noch gar nicht erwähnt, dass du merkst, das ist ein Riesenkomplex. Aber alles, was du außen siehst, wenn du nach außen schaust, das ist wie wenn um dich herum Spiegel sind, du siehst mit jedem Blickwinkel. Darum haben wir in der Astrologie zuerst einmal, wenn wir Astrologie machen, brauchst du zuerst einmal deine Koordinaten.
immer in Bezug auf die Erde. Erde immer in Bezug auf dein erwecktes Wissen. Mhm. Wir gehen einmal 0 Meridian am Äquator ist 0,0. Wenn wir nach Osten gehen, machen wir Längengrade Osten, Westen, okay? Ja. Dann haben wir die Breitengrade, haben wir Norden und Süden. Das ist 90, 90 Grad und 180 Grad und 180 Grad. Mhm. Die zwei Hälften. Okay? Ja. Jetzt ist es, solange wir hier diese zwei Angaben haben, musst du wissen, befindest du dich immer noch in der Mitte, weil wir ja nur eine Blickrichtung angeben. Mhm. Im Hintergrund glaubst du natürlich automatisch jetzt, du bist auf der Oberfläche dieser Kugel. Du tust eine gewisse Entfernung angeben. Jetzt brauchen wir noch die Zeit, weil es ist ja, wenn du aus dem Fenster schaust, obwohl du dieselbe Blickrichtung hast, zu jedem Zeitpunkt ein anderes Bild haben. Es ist zwar oberflächlich wieder dasselbe Bild, aber im Mikrobereich, wenn du einen Baum anschaust, verändert er sich laufend. Wenn du jetzt in den Spiegel schaust und du siehst die Matten, du meinst, du schaust immer dieselben Haare an, was überhaupt nicht stimmt. Das ist ein Kommen und Gehen und du kriegst es gar nicht mit, weil du die ja immer wieder abschneidest und neue Haare anwachsen. Du verlierst Hautschuppen. Das ist der ganze Matten mit physikalischem Weltbild, die ist nach 7 Jahren überhaupt kein Atom mehr gleich mit dem vorhergehenden Matten. Der Einzige, der dabei sich nicht verändert, ist der Geist, der sich den Körper ausdenkt. Das ist dein ganzes Leben, bleibt es immer gleich. Der Leser verändert sich während des Lesens nicht. Und das Einzige, was dich zwingt, immer wieder dran zu zweifeln, ist dieser übermächtige Zweite in dir. Das Wissen von anderen, das zu 99,9% denkt an meinen Zweiten. Behauptungen sind, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Der jeder Physiker, der anfängt, die erzählen dir permanent, was der und der entdeckt hat. Anhand von Berechnungen. Und mit diesen Berechnungen rechnen sie weiter, wo ich sage, der Fan, die unteren Grundannahmen sind falsch. Diese Axiome, diese Grundannahmen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Aber das gilt als gesichert voraus. Mich, unser Gespräch wird es jetzt nicht geben, wenn der Körper, die Körper und die Gehirne von Matten und vom Bruder nicht da wären. Das war so ein Blödsinn. Die waren, wo war jetzt die ganze Zeit diese Gehirne von Matten und Bruder? Die waren nicht gedachte Gedanken. Halte dich an Fakten. Der Erste erzählt dir Sachen, die jedes Kind überprüfen kann. Und das Geschwätz vom Zweiten muss dir immer klarer werden. Da kommt schon die Sache hier, Realität, jetzt weiß ich wieder, wo mein Faden verloren und was ich dir sagen wollte. Realität definiere ich neu. Realität ist eine hier und jetzt sinnlich wahrgenommene Information. Alles andere sind nur Gedankeninformationen, feinstofflich. Diesbezüglich, wenn du diese Realität nimmst, was ich jetzt wieder sage, Materie existiert nicht, selbstverständlich existiert reale Materie. Materie ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Betonung liegt auf Information, das ist real. Wenn du es nur denkst, ist es nicht real. Wenn du das einfache Beispiel nimmst, kannst du nochmal sagen, Materie existiert nicht, was der Dörr jetzt macht. Das ist so, ist ja alles Meier. Ich sage, wenn du was anschaust und du siehst, es sinnlich wahrgenommen, dann ist es in deinem Gesichtsfeld. Okay? Mhm. Diesbezüglich sind 99,9% aller Behauptungen, was die in Experimenten bewiesen haben, keine Realität. Das heißt, eine Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, ist keine Realität. Mach dir mal zu einem realen Bild in deinem Kopf. Das ist dann immer wieder, wo ich schon der Schattenfrau dann sage, der normale Mensch wird jetzt sofort spontan gegenkontern. Ja, aber die Astronauten haben doch die Erdkugel gesehen. Ich sage, Astronaut ist jetzt ein Wort. Was verbindest du mit dem Wort für ein Wissen? Was taucht für eine Vorstellung in dir auf bei dem Wort Astronaut? Jemand, der hochgeflogen ist und hat von oben die Erdkugel gesehen. Hast du es gesehen? Nein. Schneewittchen hat die 7 Zwerge gesehen. Habe ich aus das Buch heraus. Warum glaubst du nicht, dass Schneewittchen die 7 Zwerge gesehen hat? Weil es ja kein Schneewittchen gibt da außen, ist ja bloß eine Fantasiefigur. Sind Astronauten was anderes? Hast du schon mal mit einem Astronauten gesprochen? Selbst wenn einer real in dir auftaucht, dann sage ich jetzt immer wieder, egal, selbst wenn einer auftaucht und was behauptet, denk an mein Sexualverbrecherbeispiel, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und dem, der behauptet, der wurde von grünen Massmännchen entführt. Der eine behauptet, er hat ein Mädchen umgebracht und der andere behauptet, er wurde von grünen Massmännchen entführt. Die kann ich jetzt in der Psychiatrie besuchen. Die sitzen beide in der Psychiatrie. Ich sollte mich fragen, was ist in mir drin, dass ich den einen glaube, wenn er sagt, ich habe ein Mädchen vergewaltigt und der behauptet, in der Psychiatrie, er wurde von grünen Massmännchen entführt, den glaube ich nicht. Zum einen sage ich, das ist ein Spinner und zum anderen sage ich, der ist krank. Weil sowas macht man ja nicht. Ja.
Es sind doch alles deine Definitionen, deine Logik, deine Schwamminhalts. Hast du es gesehen? Du kannst noch viel mehr sehen. Ich sage jetzt nicht, dass du das nicht sehen kannst. Was du in dem Konstrukt nicht sehen kannst, ist eine Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Weil da müsstest du so eine Position einnehmen, verstehst du? Das sind Vorstellungen. Das heliozentrische Weltbild ist mir als Animation ablaufen lassen. Ist genauso kann ich eine geozentrische Animation ablaufen lassen. Ich kann die Sonne als dritten Planeten setzen und den Jupiter ins Zentrum setzen. Das ist eine Sache, wie ich es programmiere. Ich kann als Simulation, kann ich alle möglichen Möglichkeiten rekonstruiert ablaufen lassen als Computersimulation. Auf dem Bildschirm. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Dann wird sich aber, wenn du das magst, nicht die Frage stellt, was ist jetzt da außen? Halt das zweite Gebot außen, mach dir kein Bild von irgendwas da drum am Himmel. Da ist gar nichts außen. Wenn was auftaucht, ist es in dir drin, halb außen, halb innen. Außerhalb. Übrigens, das Wort außen, wenn wir das scharfe S als B lesen, heißt es AUB. Beschwörungskunst wieder, ja. Das ist deine Beschwörungskunst. Merkst du, das sind die kleinen Tricks. Jetzt kann man Puzzlestücke drehen, ohne dass man die groß verändern, und dann gibt es vollkommen 19. Das ist heiliges Ding. Okay, Martin, jetzt lassen wir es gut sein. Vielen Dank. Ich würde gerne mal, das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil ich mein Ding auch fertig machen muss und dann muss ich weg. Okay, ich glaube, ich habe im Hintergrund doch noch einiges aufgenommen. Also ich werde das mal zusammenbasteln, mal sehen, was da rausgekommen ist. Mach mal, ich hätte gern mit dem, du hast Stücke, ich schneide ja nicht. Wenn du da willst, kannst du, wenn das mitlaufen hast, zusammenbasteln. Ja. Und wir können das gerne mal mit den Bildern nochmal machen. Jetzt habe ich meine andere Leitung wieder angeschlossen, das geht jetzt eh. Ich hoffe mal, dass die irgendwann auf, weil die habe ich ja noch bis August laufen. Ja, ja. Ich muss jetzt erst wieder 10 Tage in die Totenwelt rein. Morgen fängt es wieder an. Sheol. Sheol. Hey. Saul, der König, du bist der König Saul. Vielen Dank, ne? Ciao. Tschüss.